Moin moin, hallo und herzlich willkommen zurück zu Bandy and the Ink Machine. Die Ink Machine ist natürlich der Spieler, der sich eintintet. So, uah. Also ganz ehrlich, ich würde ja über sowas hier keine 10.000 Pferde kriegen, vor allem wenn ich mir angucke. Das liegt hier nirgends an! Das liegt da nur gegen! Und da unten ist auch... Boah! Seid's denn narrisch, da würde ich... Nee. Never. Also das hier ja vielleicht noch. Knackbruch. Und alles nur wegen ihr da, ne? Oh, super. Ja, und natürlich wegen der Bacon-Suppe. Wegen der Bacon-Suppe, Bacon-Suppe, lalalala. Hier sieht's irgendwie... Aus, was könnte man da durch? Bin ja gespannt, ab wann das Tintenmonster oder was jetzt überhaupt hinter uns her sein wird. He's been fighting. He always fights me. Oh no. I just want to go home. When do we go home? When do we go home? Ich glaube, die Tinte ist manisch. Oh. Okay, wir können uns verstecken. Das ist schon mal nicht gut. Wenn wir uns anfangen können zu verstecken, ist meistens nicht gut. Oh, Suppe. Oh, nix. Oh, knuddel, knuddel, ruckel, ruckel. So, zack. Kann ich wieder zumachen? Oh, das Leben ist scheiße. Alter! Ich will hier nicht durch. Also, sagen wir mal ehrlich. Diese Cthulhu-Tintenviecher hier sehen ja mal echt depri aus. Ich bin one of us. Ich bin einer von euch. Ach du Schande. Der heult. Kurz gucken, nichts in der Ecke, gut. Was ist los? Oh, nimm's doch nicht so schwer. Ciao. Kann ich mich umdrehen? Die sind fies, die sind gemein, die lassen mich nicht zurück. Du kommst ja nicht rein. So. Irgendwie erwartet man in solchen Luftschächten jedes Mal Headcrabs, oder? Oh, Black Mesa könnte ich auch mal machen. Oh nee, nicht du schon wieder. Kannst du bitte mal woanders hingehen? Ich wäre dir sehr verbunden, wenn du gehen würdest. Gehen sie einfach. Aber gehen sie... Gehen sie mit wem sie wollen, aber Hauptsache sie gehen. Mist, hier komme ich nicht raus, oder? Nein. Ich hasse es, wenn es so links, rechts, wo geht's jetzt lang? Aber häufig habe ich die richtige Wahl und laufe erstmal in den Sackgasse. Oh, deshalb jetzt müssen wir vor dem Mistvieh fliehen und uns wieder verstecken. Und weh, der hängt jetzt wieder an irgendwelchen dämlichen Kanten fest und dass man dann... Oh, nee. Ich will gar nicht mit dem Spiel. Ja, komm. Irgendwie weiß ich doch, was passieren wird, oder? Okay. Ich hätte jetzt was anderes erwartet. Okay. Aua! Ja, muss das denn sein? Der tut doch weh! Und macht eine platte Nase! Alter! Was ist das eigentlich für ein Buch? Ich würde gerne ranzoomen. Ob mir die Tintenheinis helfen gegen das Tintenmonster? Das wäre doch echt Tintenklasse. Au. Da macht echt Kopfschmerzen, wenn man es nur hört. Oh nö, da geht's raus. Come up. And see me. Oh nö, ich will gar nicht hier sein.
Es gibt schlimmere Horrorspiele, das ist wahr, aber ich mag diesen halt Comic-Look hier und dann alles und generell, ne, und so, die Mischung aus allen. Oh, hier komme ich nicht rüber. Wäre sonst ein guter Fluchtweg vor Inki gewesen. Also wenn die sich jetzt umdrehen würden und würden mich dann angucken, wie so Augen, wäre, ja. Okay, da können wir uns verstecken. Eieieiei. Come up and see me. Almost fair. Ich will nicht, ich will hier gar nicht hoch. In dem Regal ist auch nichts drin, oder? Deiner Kiste? Nö. Lass mal in die Ecke gucken. Hier sieht er mich nicht. Erst umschauen. For 40 years I've built attractions that stagger the imagination. Colossal wonders such as the world has never seen. I have earned my legacy with sweat. Right in front of everyone. High-level investors, Wall Street tycoons. The ever tactless Joey Drew introduces me, the great Bertram Piedmont, as Bertie. Like I was his child. You may be paying me, Mr. Drew, but you don't own me. I'll build you a park bigger than anything you could ever possibly conceive. But before you go taking any bows, Mr. Drew, know that this grand achievement will belong to me, and to me alone. Okay. Ja. Das macht ja... Also, er wollte anscheinend ja auch so einen kleinen Freizeitpark bauen, ne? Hier ist ja wohl Disney für Arme. Storage 9. Wir lassen wahrscheinlich jetzt selbst auch das Tintenmonster frei. Ja, ich habe keine Ahnung, was das gebracht hat. Wahrscheinlich das da hinten. Weil das Feuer hier auch schon so tintig, da habe ich gar nicht drauf geachtet. Ipui. Ja, da ist... Kann ich das nicht mitnehmen? Vielleicht mag das Tintenmonster kein Licht. Probier ja nichts aus! Ach du Sch... Bandy Hell! Oh ne, jetzt gibt's ja noch Zirkus. Das wird ja immer lustiger. Ach du Schande! Sag mal! Also wo es hier sicher durchgeht? Könnt ihr nicht mal dieses Dings abwesen? Oh. Always on time. Mal wieder ein Speicherpunkt. Oh, überhaupt der erste hier, ne? Ah. These guys down the warehouse get to play games all day while I'm stuck cleaning up after them. They keep locking themselves out of their own back room. So I says to them, look guys, I says, you're smart, right? Here's an idea. Why not rig these games to knock open the door if you win? It'll be fun for you guys, and it saves me the trip down here every day. They went for it like a dog to pot roast. I tell ya, if these guys don't start realizing who the real genius is, I'm outta here. Okay. So, das heißt jetzt, was schön ist, jetzt müssen wir uns ja natürlich üben. Sieht zu. Wir werden in Säure aufgelöst, helft uns. Ah. Oh fuck, das ist so groß. Hier nach Suppe gucken, ne? Ist doch gemein, ist das. Kann ich ihn nicht. Bottle Value, Bullseye Ball. Oh, geil. Hier gibt es irgendwelche Spiele. Ob wir wohl spielen können? Oh. Man sollte vielleicht erstmal die Suppe mitnehmen. This haunted house seems like the way to go, but it's gonna need some power. Hang in there, Boris. Power the house. Hat irgendwie geklappt.
Ein Baby, super. Ich weiß nicht, ja, also Bing haben wir auf jeden Fall nicht geschafft. Ich glaube, wir müssen noch ein bisschen mehr Bacon Soup essen, bis das klappt. Warum liegt da wieder ein Knochen? Oh. Oh, wie geil, wir dürfen jetzt ernsthaft. Ah. Was war das denn? Kommst du wieder her, du? Yeah! Was war? Warum hat er den so beschissen geworfen? Also, nee, ne? Jetzt will ich aber mal... Ich find's gut, dass wir es mal wieder machen können. Oh, ernsthaft? Sag mal, ist das ein bisschen random, wie der wirft? Und 20.000 Folgen später... Ja geil, jetzt wirft er hart. So, jetzt hat er mal alle drei gut geworfen und jetzt hat er natürlich extra anders gezielt. Wirklich? Genau so soll es sein. Hä? Also warum man manches mal so merkwürdig wirft, möchte ich echt mal gewissen. Nein. Nein. Das ist so lächerlich. Stau zu spielen. Oh, das gibt's ja wohl nicht. Ja, weil keine Ahnung, wie ich das jetzt wirklich machen muss. Also, schnell klicken bringt irgendwie nichts. Und auch gedrückt halten bringt irgendwie nichts. Irgendwie muss man wohl auf die richtige Stelle zielen, damit das funktioniert, damit er richtig wirft. Das war aber die richtige Stelle. Das anscheinend nicht. Problem ist, dann räume ich immer nur die oberen ab. Nee. Ich probiere erstmal das hier. Nein! Alter, ist das ist das fies! Ich hätte gern ein anderes Visier. Und wer jetzt sagt, oh, du stellst dich aber scheiße an. Selber spielen, ganz ehrlich. Naja, es ist zum Glück immer wieder das Gleiche. Oh, nee, ne? Ich hab keine. Oh shit, ich hab keine Schüsse mehr. Ja, okay, wir haben also nur begrenzte Schüsse. Daneben schießen ist nicht. Ernsthaft? Alter! Ich glaube, ich werde das hier gleich zwischen den Folgen einfach mal weitermachen. Wir gucken uns mal ein bisschen weiter um. Weil ich gehe davon aus, dass das mit Achievements zu tun hat. Entsprechend will ich das schaffen. Die Frage ist, wollt ihr das sehen? Ich kann es ja einfach mal spaßeshalber aufnehmen. Vielleicht für so einen kleinen Zusammenschnitt. Da geht es zum Maintenance. Okay. Und wir müssen mit Sicherheit auch die dämliche Bell da ringen. Okay, okay, können wir uns überall verstecken. Na super, ich jetzt hier mehr oder weniger noch gar nicht groß geguckt. Die ganze Regale dann auch absuchen. Ja, das mache ich dann mit euch. Vielleicht finden wir ja noch mehr Subi.
Aber wir haben hier auf jeden Fall drei interessante Spiele. So. Na, das war immer nix. Ja! Tatsache! Achievement! I'm sure Boris doesn't mind waiting for his rescue party. Oh mein Gott, das hat echt mit dem genau. Desto genauer man zählt, desto besser ist's. Aber yay, das haben wir hingekriegt! Juhu! Was haben wir denn hier? Ja, ich glaube, damit machen wir dann. Ja, das lassen wir nochmal zu. Nur nicht, dass das Inkmonster hier rumläuft. Okay, eine Bude haben wir geschafft. Juhu! Okay, in dem Sinne würde ich sagen. Oh, nö. Och, nö. Ja. Komm. Komm. Das ist doch gut gezielt. Puh. Also auf jeden Fall muss da irgendein Trick beigeben. Ja, warum er dann nicht richtig wirft? Weiß ich nicht. Komm, das will ich. Ich will das jetzt schaffen. Das ist also. Ich bin ein Dickkopf. Okay, so schon mal. Ernsthaft. Und sie bleiben alle. Seufz. Einmal noch. Und dann werde ich das schön ohne euch versuchen. Ja, damit hat sich schon erledigt. Ernsthaft? Ja, vielen Dank fürs Einschalten und Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ich hoffe, ich habe bis dahin ja alles abgeräumt. Gucke mal kurz, ob das wirklich Achievements sind. Wenn nicht, brauche ich mich ja hier nicht weiter rumschnuppeln. Aber ich gehe davon aus, da eben das Bing Bing ja auch schon eins war. In dem Sinne, bis dahin. Ciao, ciao.